Bei mir ist Kasimir Dibadi von den New Orleans Saints. Kasimir, herzlich willkommen zurück in Hamburg. Dankeschön. Fangen wir mal einfach mit den NFL-Fakten an. Mhm. Undrafted Free Agent. Und wenn ich auf die Statistiken bei der NFL schaue, sehe ich 22 Tackles, 2 Sacks, ein forcierter Fumble. Mhm. Für den Außenstehenden würde ich sagen, aus dem Undrafted-Status das Beste gemacht. Wie siehst du das? Auf jeden Fall. Man könnte sagen, dass ich eine solide Saison gespielt habe. Aber natürlich als Sportler und NFL-Spieler, professioneller Sportler, man muss immer besser werden. Also wirklich, ich habe schon alles analysiert, was ich letzte Saison nicht so gut gemacht habe und versuche jetzt diese Offseason daran zu arbeiten, um noch besser zu werden. Dann gehen wir nochmal ein bisschen zurück. Du bist ungedraftet durchgegangen. War das erwartet oder war das unerwartet? Ich würde sagen, ich war schon da bewusst, dass ich entweder in den unteren Rounds gedraftet werde oder ungedraftet Free Agent. Also ich hätte mich natürlich gefreut, gedraftet zu werden, aber ich habe es schon erwartet, vielleicht nicht gedraftet zu werden und einfach das Beste draus zu machen und wirklich so gut wie möglich aus dem Draft herauszukommen. Dann war es ja so, dass quasi mit Ende des Drafts mehr oder weniger du trotzdem schon bei den Saints unter Vertrag warst. Gab es da schon vorher Kontakt? Der Draft ist ganz verrückt. Das ist schon, du kriegst du Telefonate, bevor der Draft zu Ende ist. So, hey, du könntest dahin gehen. Und ich und mein Agent haben dann entschlossen, dass ich glaube, die besten Chancen hatte, dann nach New Orleans zu gehen. Gut, also New Orleans, da kommt man an, da ist ein Sean Payton Head Coach, Rob Ryan Defense Coordinator als Undrafted Free Agent. Was ist da die größte Herausforderung, wenn man da ankommt? Natürlich ist es immer sehr viel Druck, weil als Profisportler musst du halt immer produzieren, du musst da gut sein. Aber es ist das, was ich mein ganzes Leben lang machen wollte und es fühlt sich schön an. Jetzt seid ihr ja dann auf 53 runtergecuttet worden. Ich weiß, ich habe hier die ganze Zeit so ein bisschen auf die Listen geschaut. Was passiert mit den vier Deutschen? Bei Sebastian Vollmer, bei Björn Werner weiß man, die sind relativ safe. Bei dir als Undrafted ist natürlich ganz gefährlich gewesen. Wann hast du gewusst, dass du unter den 53 bist? In meinem Kopf dachte ich immer, schon als ich meinen ersten Tag da hingekommen bin, dachte ich so, ich werde mir diesen Job holen. Und dann mit diesem Mindset muss man auch wirklich hingehen. Vielleicht gibt es nicht. Man muss wirklich diszipliniert einfach sagen, das ist mein Job. Aber man wirklich so nach dem ersten Cut und dann nach dem zweiten Cut wirklich, wo sie dachten, ey, Bali, du hast eine gute Chance. Und dann, als ich dann gewusst hatte, dass ich da zu den Saints gehöre, hat sich toll angefühlt. Aber ein Zeitpunkt, ist es dann, wird einem das gesagt, du bist dabei oder wird es einfach, man wird nicht gecuttet, also ist man dabei? Ungefähr so. Also, wenn keiner zu dir kommt und sagt, hey, du musst mal kurz mit Coach reden, dann ist alles gut. Und keiner wollte, dass ich mit Coach rede, also war alles gut. Wie nervös warst du an dem Tag? Schon sehr nervös, aber ich habe einfach versucht, nicht zu viel Kopf zu machen, weil ich wollte nicht durchdrehen im Kopf. Das heißt, ganz entspannt saß ich zu Hause und dann hatte ich das Telefonat bekommen habe. Kasim, du bist ein Part von New Orleans Saints. Das war toll. Und, wenn wir jetzt auf die Saison der Saints schauen, in einer schwachen Division, 7-9 geendet, einen halben Sieg hinter den Carolina Panthers, die Meister geworden sind. Die waren aber schon relativ früh aus dem Playoff raus, also schon vor dem letzten Spieltag. Kann man natürlich nicht zufrieden sein. Wie fällt die persönliche Bilanz trotzdem aus? Ist natürlich sehr enttäuschend. So, gerade wenn man das ganze Jahr wirklich hart arbeitet und nicht nur ich alleine, meine Teammates, die ganze Organisation natürlich hart an sich arbeitet, um Championships zu holen und dann kriegst du nicht, für was du gearbeitet hast. Das tut schon weh und ist sehr enttäuschend. Das heißt, jetzt alles korrigieren, in der Offseason gucken, was man besser machen muss und in der nächsten Saison besser rauskommen. Statistisch gesehen wart ihr mit einer der schlechtesten Defenses der Liga. Ich habe ESPN Stats und Info hat dann irgendwie über eine Formel ausgerechnet. Ihr wart insgesamt die ineffektivste. Gab es da schon Analysen, woran das genau gelegen hat? Ich bin mir nicht ganz sicher. Natürlich, jede Woche sitzen wir in unserem Room und alles, was schlecht ist, muss korrigiert werden. Das heißt, von Kommunikation, vom Alignment, Assignment, was man macht, versucht man natürlich, das ganze Schlechte rauszuwaschen und so gut wie möglich zu sein. Also natürlich gab es ein paar Sachen, wo es echt nicht so gut lief und deswegen halt diese Saison ist wirklich noch ein noch größerer Fokus, das alles zu beseitigen und dann besser zu sein. Nun war nach der Saison, wie immer in der NFL, wird dann über Coaches diskutiert. Unter anderem waren auch bei euch die war immer so ein Gerüchteküche um Rob Ryan. Wie erlebt man das als Spieler, diese gesamte Gerüchteküche, oder ist das nur in den Medien und ihr wusstet schon, er ist safe? Ich
Wir wissen schon, wir sind alle unterstützen Rob. Rob ist ein sehr guter Coach, aber das ist dann wirklich wieder ein Part, über den man sich nicht zu viel Kopf machen muss, weil man weiß nie, was passieren kann. Das heißt, man stellt sich auf alles ein, aber am Ende des Tages, ich bin sehr froh, dass Rob dann zurückkommt und dann wir nächstes Jahr die Saison wieder attackieren. Von außen gesehen sieht er relativ exzentrisch aus. Wie ist er als Coach? Was macht ihn besonders? Sehr gute Personality, ein guter Charakter und es macht einfach Spaß für ihn zu spielen auch. Und, hast du einen Dreijahresvertrag bei den Saints? Wie sieht es jetzt in der Organisation der Saints für dich aus? Ich meine, du warst jetzt natürlich kein Starter. Hast du da Perspektive schon vielleicht sogar bekommen, da, dass man sich in die Richtung entwickeln könnte? Also Perspektive ist immer da und man kann sich immer gut entwickeln. Aber in der NFL, man weiß nie, was als nächstes kommt. Aber natürlich, ich werde alles tun, was ich machen muss, um den Job zu behalten, um der Organisation zu helfen, Spiele zu gewinnen. Und ich werde einfach nur meinen Part machen, den ich machen muss. Du warst im College Defensive End, jetzt wirst du bei der NFL als Outside Linebacker geführt. Wie schwer war die Umstellung? Die Umstellung war nicht ganz so schwer, weil in unserem System als Outside Linebacker macht man ungefähr die gleichen Sachen, die ich als Defensive End am Boston College gemacht habe, halt nur im Zweipunktstand. Also das ist wirklich nur ein paar kleine Sachen, auf die ich mich wirklich umstellen musste. Hast du 17 Wochen sind es ja in der NFL plus das Trainingscamp auf NFL-Niveau trainiert, heute hier. Training bei den Huskies, was ist der größte Unterschied? Die Jungs sind keine 120 Kilo schwer und laufen 10 Sekunden die 100 Meter. Also das ist schon ein Unterschied, aber eine Sache, alle Jungs haben ihr Herz. Und die freuen sich einfach, Football zu spielen und man fühlt es, dass sie einfach den Sport Football lieben. Und das ist das Tollste, wenn ich hier komme und den Jungs beim Training zugucke. Jetzt seid ihr 4 Deutsche in der NFL. Sebastian Vollmer ist O-Liner, dann haben wir 3 D-Liner-Linebacker. Jetzt ist die immer wiederkehrende Frage von Fans und auch diesmal, als wir im Vorfeld gesagt haben, Leute, stellt Fragen, war die Frage, gibt es irgendwann mal einen deutschen Receiver und einen deutschen Cornerback oder halt Skill Position? Du erlebst das Training in den Staaten ja im College bei der NFL. Was fehlt, damit da mal ein deutscher Spieler die Chance bekommt? Ich würde es nicht wissen. Ich weiß, wir haben großes Talent in Deutschland, egal auf welcher Position. Wir haben, wenn ich mir ein paar deutsche Jungs angucke, die sind schnell, stark. Also es ist einfach nur, die müssen eine Chance bekommen. Und ich glaube, so wie Björn und mir damals geholfen wurde, wir haben die Chance bekommen, da im College zu spielen. Das ist wirklich diese Chance. Ich wünsche, die hätten mehr deutsche Athleten, um wirklich diesen Sprung zum Profisport zu schaffen. Was hat dich damals bewegt, von den Huskies aus der Jugend zu sagen, ich probiere es in der Highschool, ich gehe aufs College? Was war die Initialzündung dafür? Natürlich wollte ich schon immer an die Highschool gehen. Und ein guter Freund von mir und Mentor, Mariko Gregersen, damals gesagt, Kasim, du hast eine Chance, melde dich bei diesem Programm an und dann vielleicht kriegst du ein Stipendium. Und dann, ich habe nicht mal eine halbe Sekunde drüber nachgedacht und mich sofort beworben, wurde angenommen. Und dann bin ich 2007 nach Amerika an die Highschool gegangen. Jetzt größte Umstellung von College auf NFL. Wie unterschiedlich sind die Trainings? Wie viel muss man selber zulegen? Was ist anders? Ich würde sagen, es ist vom Training her weniger physisch, aber mehr mental. Also es sind wirklich die Details, auf die man achten muss. Jetzt kann man nicht mehr, ich bin ein bisschen schneller als er, deswegen werde ich gewinnen. Jetzt muss man wirklich, ob du langsamer oder schneller bist, du musst wirklich wissen, wie der Spielzug verläuft, wo der Lauf kommt. Also mental ist es schon um einiges härter. Jetzt kam tatsächlich auch die Frage, wie ernährt sich ein Footballspieler? Gibt es da einen Unterschied in der Saison und in der Offseason? Kannst du da mal ein bisschen erzählen? Ich würde sagen, das ist für jeden Footballspieler anders. Ich habe ein paar Teamkollegen, die da ihre Chicken Wings essen und ihre McDonald's Burger. Aber das klappt nicht für jeden. Ich persönlich, ich muss meine Ernährung umstellen. Und ich versuche so gut und gesund wie möglich zu essen, um halt meinen Körper so gesund wie möglich beizubehalten während der Saison. Über wie viel Essen am Tag reden wir da? Schon genug, um meine Energie beizubehalten. Also ein großes Frühstück und dann noch ein größeres Mittagessen. Und dann halt zum Abendbrot dann nicht mehr ganz so viel, aber halt immer noch genug Essen, um wirklich genug Energie zu haben, um so gut wie möglich Sport zu machen. Hast du ein Idol der NFL vielleicht gehabt oder immer noch? Ich würde sagen, Ray Lewis ist damals wohl der inspirierendste Footballspieler für mich gewesen. Einfach ihn nur beim Spiel anzugucken oder wenn er zu seinem Teamkollegen was sagt, das war immer sehr inspirierend für mich.
Ist es dann so, dass man sich dann auch teilweise einfach Videos von ihm lädt und schaut, was er macht, oder bleibt dafür keine Zeit? Ich würde sagen, jetzt nicht mehr. Das einzige Video, was ich jetzt schaue, ist Game Tape von einem Team, das wir spielen. Aber ich meine, ich glaube, egal, ob in Deutschland, High School oder College, man geht immer gerne auf YouTube und guckt sich ein paar Ray Lewis Highlights an. Wenn man so zwischen zwei Spielwochen ist, also Sonntagsspiel, Sonntag das nächste Spiel, 7 Tage dazwischen, wie viel Zeit ist zum Ausruhen, wie viel Zeit ist Training und wie viel Zeit ist Videovorbereitung? Ich würde sagen, ist nicht wirklich so viel Zeit zum Ausruhen, aber halt auch beim Ausruhen kann man immer noch besser werden. Das heißt, wenn ich mich ausruhe und zu Hause auf der Couch sitze, habe ich ja auf meinem Fernseher schon Game Tape. Das heißt, ich kann den Gegner für nächste Woche schon angucken und dann werde ich besser beim Ausruhen. Gut. Jetzt bist du hier wieder in Hamburg, hast jetzt ein paar Jahre in den USA gelebt, bist wieder in Hamburg. Frage, die rüberkam, war, was ist hier besser, was ist in den USA besser? Ich würde sagen, das Beste hier ist das Essen, das meine Familie kocht. Also freue ich mich immer. Meine Oma, meine Großmutter, meine Mutter kocht für mich und das ist das Schönste auf der Welt. In Amerika viele Sachen. Ich habe in Deutschland und in Amerika gute Freunde. Und egal wo ich bin, ich freue mich immer mit guten Freunden zu chillen. Die Frage kam auch, ob du dir vom ersten NFL-Gehalt irgendwas gegönnt hast und wenn ja, was? Leute sind erstaunt, wenn ich sagen würde. Das erste, was ich mir geholt habe und das einzige, was ich mir wirklich von meinem Gehalt geholt habe, war eine Nintendo Wii U. Also alle sagen, PlayStation, Xbox? Nein, ich habe mir eine Nintendo Wii U geholt, um Mario Kart zu spielen. Das ist ein bisschen nerdy, aber ey, das macht Spaß. Jetzt heute hier mit den Huskies trainiert. Wie sehr stehst du mit den Huskies in Kontakt, wenn jetzt, nehmen wir mal an, ein Spieler der Huskies sagt, ich würde gerne den gleichen Weg gehen wie du, High School, College, könnte der sich theoretisch an dich wenden? Auf jeden Fall. Und auch wenn ich nicht erreichbar bin, Sebastian Schulz, mit dem ich auch oft rede, viele wenden sich auch an ihn und dann gibt er die Message weiter zu mir und ich versuche zurückzugeben alles, was ich kann. Das heißt, ich würde gerne erklären, was ich gemacht habe, was der Spieler machen sollte. Und wenn ich irgendwie helfen kann, ich liebe es zu helfen, dass jemand den gleichen Gehweg gehen kann. 2-6, haben wir vorhin in den Statistiken gesagt. Es war Green Bay, wenn ich mich nicht täusche. Gibt es da irgendwelche Quarterbacks, die man sich dann selber auf die Jagdliste setzt und dann abhakt? Oder ist es dann, wie es kommt? Am liebsten jeden Quarterback. Also ich glaube, gerade als Pass-Rusher, das schönste Gefühl ist, wenn man dann seinen Sack bekommt. Und das war ein sehr tolles Gefühl. Du bist deutscher Spieler in der NFL. Gilt man da als Exot oder ist es den Mitspielern egal? Ich würde sagen schon, aber es ist lustig, ein paar Spielern fällt das schon gar nicht mehr auf. Ich bin schon 7 Jahre in den Staaten, mein Vater ist US-Amerikaner. Ein paar Leuten fällt es gar nicht mehr auf, aber die Leute, die es wissen, ich bin mal stolz. Ich weiß noch, zur WM gab keinen Tag, wo ich nicht mit meinem deutschen Trikot in unserem Lockerroom war. Du bist in New Orleans kein Starter. Wie wird man von den Fans aufgenommen als Backup? Gibt es da überhaupt Kontakt? Nehmen die einen wahr oder gar nicht? Ich glaube, es kommt einfach daran, ein gutes Play zu machen. Das heißt, wenn du hier einen guten Sack hast, wenn du einfach auffällst mit Energie, wie man spielt, dann sehen die Fans das auch. Und die Fans, das sind die besten Fans, die ich je gesehen habe. Also die unterstützen einen. Und das motiviert dann mich auch noch mehr, dass ich wirklich da bin und noch ein bisschen mehr bringe, als ich schon bringe. Also immer ein bisschen mehr. Nun gilt ja New Orleans allgemein, also zumindest die Saints, der Superdome, als was ganz Besonderes. Wie hast du die Atmosphäre da erlebt? Das ist unbeschreiblich. Ich weiß noch, ein Spiel gegen die Buccaneers. Das war ziemlich eng und dann hatten wir ein Safety, hat Junior Galetten den Quarterback gesackt und das Stadion war so laut und die haben so laut geschrien, ich konnte nichts hören. Es war tolle Energie im Stadion. Wie findest du die Stadt im Allgemeinen? Hast du überhaupt Zeit, dir die Stadt anzusehen? Ich habe nicht so viel Zeit, aber ab und zu kann ich ein bisschen von der Stadt sehen und ich finde es sehr schön, French Quarter an Bourbon Street, sehr interessant und es ist aber eine schöne Stadt. Jetzt ist natürlich eine lange Zeit, bis die Saison wieder losgeht. 2. Septemberwochenende wahrscheinlich. Wir haben Mitte Januar. Wie sieht das Programm für einen NFL-Spieler aus? Weil es wird zwar immer so ein bisschen plakativ dargestellt, der geht jetzt alle golfen. Ist es wirklich so chillig? Ich würde sagen, die ersten paar Wochen nach der Saison
muss man relaxen, weil es ist wirklich stressig, ganz viel Druck während der Saison. Man muss ein bisschen Pause machen, aber dann gleich nach der Pause, so am Anfang Februar, Mitte Februar, geht es dann schon wieder los mit dem individuellen Training, ohne die Trainer wirklich. Und im April sind wir dann wieder alle in New Orleans, machen ein bisschen Krafttraining und gucken die Spielzüge an und dann ist schon fast wieder Trainingscamp um die Ecke und dann geht's richtig los. Wie darf man sich das individuelle Training dann vorstellen? Im Prinzip, es gibt ganz viele Facilities in Amerika. Man kann trainieren, wo man will, man kann machen, was man will. Aber man ist auf sich selber gestellt. Und ich habe auch schon mit Björn geredet und vielleicht gehen wir zusammen ein bisschen Pass Rush, was zusammen lernen. Und man kann wirklich machen, was man will. Und das ist ganz cool. Finde ich gut. Gut. Wie unterschiedlich gehst du jetzt an die Saison verglichen mit letztem Jahr? Letzten Jahr ging es ja darum, sich für ein Team zu bewerben. Jetzt bist du bei den Saints, die kennen dich schon. Was ist anders? Wie gesagt, man guckt an, wo man besser sein könnte, wo man besser werden muss und dann wirklich der beste Footballspieler zu werden, der man werden kann. Also die Saison gucke ich schon an, so vielleicht ein bisschen stärker zu werden, ein bisschen Pass Rush, ein bisschen schneller aus dem Startblock zu kommen. Also sind so kleine Sachen, die man wirklich an seinem Game arbeiten muss, um dann in der NFL zu bleiben, um besser zu werden und Plays zu machen. Gibt es irgend so ein persönliches Ziel, das du gesetzt hast, so nach dem Motto, wenn wir uns jetzt hier in einem Jahr wieder treffen, dann hast du das Ziel schon mal erreicht? Also wir alle spielen das Spiel, wir sind in der NFL, um Championships zu gewinnen. Und das heißt, ich will einfach alles geben, ich will alles meinem Team geben, dass wir ein Championship holen. Okay, nun warst du hier heute mehr als Coach aktiv. Ist das was, was du dir dann für die Zukunft irgendwann vorstellen kannst? Man weiß es nie. Ich mag immer gerne zurückkommen und zu coachen und weiterzugeben. Aber momentan, das Einzige in meinem Kopf ist halt Football. Und alles danach werden wir dann sehen. Und der dann eher in den USA oder in Deutschland? Ich weiß ich auch noch nicht. Ich mag Deutschland und USA, aber muss ich mal gucken. Ich habe noch keine Ahnung. Dann danke sehr. Kein Problem.